Der Film ist voll krass. Hey, was war das? Was zum Geier? Hey, das ist mein Popcorn. Das reicht, jetzt hab ich dich. Lass los, lass los, lass los! Wow! Hey, wir sind in einer Challenge. Voll cool. Lass uns beginnen. Oh, ich darf keine Hände benutzen. Eine Hand für mich. Ein Knopf? Den sollen wir vermutlich drücken. Ich denke auch. Dafür brauche ich keine Hände. Nicht, wenn ich zuerst drücke. Na los, Kin, nur noch ein bisschen. Scheint so, als wäre eine Hand besser als keine. Was passiert hier? Keine Ahnung, aber ich bekomme ein bisschen Angst. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht drücken dürfen. Ein Gewittersturm. Hä? Fängt es jetzt an zu hageln? Nein, das ist kein Hagel, das sind Augäpfel. Was zum... noch mehr Gummiaugen. Ein Augensturm. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh, hey, der Sturm legt sich. Hey, jetzt habe ich einen Teller voller Gummiaugen. Ich bediene mich mal. Ich liebe Fruchtgummi. In der Mitte ist Fruchtsaft. So lecker. Sieh dir an, wie klebrig das ist. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Hey. Ja, Fruchtgummi. Ich haue jetzt rein. Ohne Hände natürlich. Wer braucht schon Hände? Julie, sieh dir meine Nasenspitze mit dem Auge an. Lustig, oder? Wow, das wäre fast ins Auge gegangen. Oh ja, tut mir echt leid. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche noch mehr Augen. Pass auf, da kommen noch mehr. Ah, Julie, ich bin unter Beschuss. Okay, jetzt habe ich genug Platz zum Ausweichen. Hier kommt mein ultimativer Matrix-Move. Pass mal auf. Voll krass, du bist einfach die Beste. Das kannst du laut sagen. Dein Augenbeschuss hat mich quasi dazu gezwungen. Okay, die nächste Challenge. Juhu! Ich darf beide Hände benutzen. Immerhin habe ich eine Hand. Hey, ein Burger. Mit zwei Händen sollte das ein Kinderspiel sein. Auf jeden, selbst mit einer Hand wird das voll einfach. Der sieht lecker aus. Und ich bin schon ziemlich hungrig. Na los, du schaffst das, Julie. Okay, dann mal los. Ab in den Mundburger. Yeah, genau so. Du schaffst das. So lecker. Das habe ich jetzt gebraucht. Wow, den hast du echt verschlungen. Okay, ich bin jetzt dran. Hallo, Burger. Wie esse ich den am besten? Julies Technik hat mich echt etwas verwirrt. Vielleicht, wenn ich ihn so drehe? Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihn essen soll. Echt nervig. Na endlich, ich habe etwas Salat zwischen die Beißer bekommen. Ha, eine Lupe. Hey, darf ich mir die ausleihen? Ich habe eine gute Idee, wie man mit dem Burger fertig werden könnte. Ja, die Lupe ist genau das, was ich brauche. Tada, mein Mund ist jetzt größer, so passt der Burger mit einem Bissen hinein. Wow, ich bin echt beeindruckt. Zu Recht. Danke. Ups, tut mir leid. Was zum Geier? Ich bin mit Essen bedeckt. Deshalb soll man nicht mit vollem Mund beim Essen reden. Ja, tut mir echt leid. Was? Wie schade. Wieso bekomme ich so wenig Hände? Oh, eine Limo-Dose. Ich weiß, wie man die mit einer Hand öffnet. Mit zwei Händen dürfte dies ziemlich leicht werden. Tada, das war einfach. Zwei Hände sind einfach super praktisch. Zieh dir das rein. Meine Limo-Dose ist offen und ich kann davon trinken. Weißt du was? Ich setze noch einen oben drauf. Die Limo gieße ich in das elegante Martini-Glas. Ja, sieh dir an, wie das sprudelt. Ein kühles, erfrischendes Getränk, das noch ein Scheibchen Zitrone dazu bekommt. Perfekt. Nun kann ich es trinken. Oh Mann, ihr Getränk sieht echt sowas von gut aus. Ist das nicht etwas übertrieben? Oh, du hast also meinen Sonnenhut und meine Sonnenbrille entdeckt? Nur das Beste für mich natürlich. Wie du meinst, ich öffne jetzt meine eigene Limo. Na los, Julie, du schaffst das. Lass dich von ihr nicht so abziehen. Okay, du schaffst das, Kind. Du hilfst mir beim Öffnen der Dose. Kann ich sie vielleicht mit meinen Zähnen öffnen? Au, mein Zahn! Hey, ich habe eine Idee. Ich brauche wieder meine Zähne. Okay, und jetzt beiße ich so hart zu, wie ich nur kann. Und öffne dann die Dose. Ja, geschafft! Was zum Geier? Ich bin voller Limo. Juhu, endlich kann ich meinen Durst stillen. Julie, du hast mich mit deiner Limo übergossen. Oh, das tut mir wirklich leid, okay? Oh, okay, trink einfach deine Limo. Die nächste Challenge beginnt. Schon wieder? Was soll das? Ich will mal was anderes.
Juhu, Pommes. Ich freue mich so. Pommes esse ich am liebsten. Und natürlich kann man Pommes auch nur mit einer Hand essen. Guten Appetit. Lecker. Und ich esse noch eine. Und jetzt esse ich einfach eine ganze Handvoll. Pommes! Die letzte, ab in den Mund. Sowas von gut. Das ist die beste Challenge bisher. Ich darf beide Hände benutzen, also wird das das reinste Kinderspiel. Das ist meine erste Pommes. Die falte ich nun in der Mitte und stecke sie mir in den Mund. Ein Kinderspiel. Lecker. Jetzt zwei auf einmal. Sieh mal, ich spiele Schlagzeug. War nur ein Spaß. Die esse ich jetzt auch. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Ich liebe Pommes. Wow, warum spielt sie da drüben mit den Pommes? Jetzt habe ich einen Bart. Na, wie geht's dir? Ich mache nur Spaß. Die esse ich. Wieso lässt du dir beim Essen so viel Zeit? Die werden noch kalt. Hände weg. Ist mir egal, wenn sie kalt werden. Entschuldige mich. Ich brauche meine Sonnenbrille. Eine herzförmige Sonnenbrille, da ich eine besondere Pommesbotschaft für dich habe. Ja, das hat wie am Schnürchen geklappt. Oh, du und deine Pommes haben mich lieb. Ich hab dich auch lieb. Okay, die Runde wird besser. Oder auch nicht. Och, das wird immer schlimmer. Oh, süß. Wir haben beide eine Babyflasche bekommen. Babyflaschen sind so niedlich. Da stimme ich dir zu. Hallo, kleines Fläschchen. Okay, ich probiere das mal mit einer Hand. Oh Mann, das sieht so gut aus. Wow, das war voll lecker. Du solltest auch davon trinken. Okay, wie schwer kann das schon sein? Dann probiere ich das eben mit meinem Mund. Na los, Babys benutzen beim Trinken auch keine Hände. Aber die Eltern helfen ihren Babys bestimmt beim Trinken. Oh, ich kann nicht länger hinsehen. Lass mich dir helfen. Ich überprüfe zuerst die Temperatur des Getränks. Schmeckt gut, sieht gut aus. Du kannst es trinken. Hallo, Baby Julie. Lass Mami dir das Lätzchen umbinden. Ein Lätzchen? Was geht denn jetzt ab? Oh, du brauchst auch einen passenden Hut. Der hält dich warm. Du weißt, dass ich kein Baby bin, oder? Ich bin immer noch Julie. Okay, jetzt bist du bereit für dein Fläschchen. Ah, du ertränkst mich. Baby Julie ertränkt. Wow. Ups, okay, ich mache dich besser sauber. Ich trockne das besser, so gut wie neu. Hey, wow, ich fühle mich so jung. Leuchte ich? Irgendetwas passiert da. Lag es an der Flasche? Ran an den Speck. Nein, ich wollte wieder meine Hände benutzen. Marshmallows, ein ganzer Teller für uns beide. Dafür brauche ich garantiert keine Hände. Hab ihn. So lecker und süß. Ich brauche noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Ich krieg nicht genug davon. Die sind so gut. Und der Geschmack ist göttlich. Der letzte. Oh, ich habe alle aufgegessen. Ja, du hast ganz schön reingehauen. Wie schade. Ich esse meine Marshmallows mit einem Spieß. Den hier werde ich zuerst essen. Ich bin so aufgeregt. Oh, ich muss niesen. Oh mein Gott, das ist meine Chance. Puh, ich habe wohl meine Allergietabletten heute Morgen vergessen. Hey, was ist mit meinem Marshmallow passiert? Der war doch noch hier. Was soll's, ich habe ja noch jede Menge davon. Okay, na endlich. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Haben wir einen Stromausfall? Ich sehe nichts. Oder etwa doch? Oh, puh, das Licht ist wieder an. Was für eine Erleichterung. Hey, mein Marshmallow ist schon wieder verschwunden. Ja, das ist wirklich tragisch. Irgendetwas Verdächtiges spielt sich hier ab. Dieses Mal probiere ich einen spiralförmigen. Mich ruft jemand an. Hey, Cheryl, wie geht's? Sie hält ihn mir hin. Ich muss einfach reinbeißen. Hey, die sind also nicht verschwunden. Du warst das. Cheryl, ich rufe zurück. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das Problem wird jetzt sofort gelöst. Komm schon, dein Ernst? Das ist unfair. Alles ist fair, wenn man in einer Challenge ist. Vergiss den Spieß. Ich esse einfach mit der einen Hand, die ich benutzen darf. Du hast recht, die sind lecker.
Wie würdest du eine Limo-Dose mit nur einer Hand öffnen? Schreib es in die Kommentare. Und vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst.